Kommen wir heute mal zum Fazit über das Caves Beach Resort in Hurghada. Ich habe meine Erfahrungen jetzt dort mal ein bisschen sacken lassen und wollte euch heute mein persönliches Fazit geben. Dann möchte ich auch sagen, dass das ein oder andere vielleicht auch ein bisschen subjektiv ist und der nächste das eventuell anders sieht. Ich hatte ja auch schon beim letzten Mal gesagt, dass jedes Hotel Vor- und Nachteile hat. Man muss halt beide kennen und am Ende gewichtet jeder die verschiedenen Dinge, wie zum Beispiel Sportangebote, Essen, Poolanlage etc. unterschiedlich und kommt dann am Ende auch auf ein anderes Ergebnis. Zuerst einmal ein paar allgemeine Sachen zum Hotel. Das Hotel ist das Caves Beach Resort und liegt im Norden von Hurghada und ist ca. 30-35 Minuten vom Airport entfernt. Die wichtigsten Entfernungen sind meiner Meinung nach das Hurghada City Center. Dort ist zum Beispiel ein Supermarkt drin, wo man sich ein bisschen eindecken kann, aber man kann dort auch shoppen. Dann ist der Hafen noch relativ wichtig, beziehungsweise Sheraton Road, wo man ebenfalls shoppen kann oder halt auch Ausflüge machen kann und um abends nett essen zu gehen. Und weil ich oft in den Videos drüber spreche, die Sensu Mall bzw. der Jungle Aqua Park, das ist von der Entfernung her gleich, wo man halt auch wieder shoppen kann oder halt auch Spaß haben kann. Bezahlt habe ich pro Nacht 55 Euro im Doppelzimmer für eine Person. Das Doppelzimmer ist im Caves auch so der Standard im Hotel. Allerdings gibt es auch die Möglichkeit, sich für 15 Euro pro Nacht ein Update zu holen, um einen sogenannten Swim-Up Room zu bekommen, was ich auch jedem empfehlen würde, der dort ist. Dazu sage ich aber gleich noch mal was. Beim Einchecken müsst ihr unbedingt eure Papiere dabei haben, sprich eure Buchungsbestätigung von eurem Reiseveranstalter. Was das angeht, sind die sehr deutsch und möchten unbedingt was Schriftliches haben, damit sie auch was zum Abheften haben. Warum weiß ich nicht. Ich bin natürlich nur mit dem QR-Code auf dem Handy hingefahren und dann musste ich rausgehen in die Lobby, um mich dort ins WLAN einzuloggen und denen die Bestätigung per Mail zu schicken. Das war schon ein bisschen nervig, aber halt auch meine eigene Schuld. Daher seid schlauer und bringt die Sachen halt von vornherein mit. Die Leute in der Rezeption können so lala Deutsch, aber mit Englisch seid ihr da auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Allgemein kann man noch sagen, dass das Hotel sehr übersichtlich ist. Es ist halt eher klein von der Grundfläche her und das Grundstück ist in die Länge gezogen. Man läuft also nicht zu weite Wege, wenn man sich über die Anlage bewegt. Lediglich der Weg vom Hauptpool ganz vorne bis zum Strand ganz hinten ist etwas weiter. Das Hotel verfügt über zwei große Pools und ist komplett im Fred-Feuerstein-Stil erbaut. Okay, fangen wir mit den Zimmern an. Ich blende euch jetzt erstmal ein paar Bilder von meinem Zimmer ein. Ich hatte das 1612. Mein Zimmer war schön, ähnlich den Fotos online, die ich schon vorher gesehen habe. Da ich im dritten und somit letzten Stock war, hatte ich auch extra hohe Decken, was wirklich sehr schön aussah. Von der Größe her war das Zimmer vollkommen ausreichend. Was ich nicht ganz so schön fand, war, dass es keine Sitzgelegenheit gab, also sprich keine Stühle und auch keinen Tisch. Ich hatte die Videos halt immer auf dem Bett geschnitten, das war jetzt dann nicht so angenehm. Auch nicht so schön ist, dass es keinen Tresor auf dem Zimmer hatte. Sowas mag ich halt gar nicht. Ich hatte auch später noch herausgefunden, dass die Swim-Up-Zimmer wohl Tresore hatten, allerdings sind die halt sehr, sehr klein, da passt weder ein iPad rein noch ein Laptop oder so. Also selbst wenn ich einen Tresor gehabt hätte, wäre ich damit halt unzufrieden gewesen. Für mich muss ein Tresor einfach die Größe haben, dass halt normale Laptops und normale Tablets auf jeden Fall reinpassen. Ebenso wie im Grand Makati Waterworld gab es in den Zimmern die ein oder anderen kleinen Beschädigungen, auch im Alf hat mein Zimmer kleine Macken, aber das ist normal und das stört mich jetzt nicht weiter, die Beschädigungen waren alle voll im Rahmen. Als ich auf dem Zimmer angekommen bin, stand dort schon direkt eine große Flasche Wasser zur Begrüßung, ebenso diese kleinen Shampoo-Fläschchen, die man halt so kennt. Das war es dann aber auch, also sprich keine Rasierer, keine Zahnbürste oder sonstiges, ihr müsst halt alles mitbringen. Wie bisher in allen Hotels dieses Jahr hatte auch der TV im Zimmer keinen HDMI-Anschluss, also an eine Verbindung mit dem PC oder so ist nicht zu denken. Kommen wir nun zum Swim-Up-Room. Auch da blende ich mal ein paar Bilder ein. Ich hatte ja schon gesagt, dass man den für 15 Euro pro Tag vor Ort dazu buchen kann. Dieses Upgrade würde ich auch jedem empfehlen. Man hat nochmal ein ganz anderes Erlebnis, denn man kann mit ein paar wenigen Schritten den Pool betreten und hat davor noch eine schöne Liege zum Sonnen und auch ein paar Gartenmöbel zum Relaxen. Finde ich sehr, sehr cool. Weitere Vorteile sind, dass das Zimmer sehr viel größer ist, da es halt ein Familienzimmer ist. Das Zimmer hat auch im Innenbereich eine Sitzgelegenheit, wo man halt vielleicht mit der Familie abends mal was spielen kann oder halt auch am Laptop nochmal irgendwie eine Stunde sitzen kann. Auch haben die Zimmer einen Tresor, der zumindest fürs Portemonnaie und irgendwie ein, zwei Kleinigkeiten ausreicht. Alles in allem würde ich, wenn ich dort nochmal bin, mir auf jeden Fall ein Zimmer mit direktem Poolzugang holen, denn für ein Poolzimmer zahlt man dann als Einzelperson 70 Euro pro Nacht und das ist schon sehr günstig. Da könnte ich dann auch über den ein oder anderen Mangel hinwegsehen. Solltet ihr ein Poolzimmer haben wollen, habe ich auch mal eine Liste vorbereitet mit den Zimmernummern, die ich am besten finde, denn wie beim Walkaround, also dem ersten Video schon gesehen habe, gibt es ein paar Swim-Up-Zimmer, die so ein bisschen versteckter liegen und die halt nicht direkt den Zugang zum Pool haben, wo man erst ein paar Meter laufen muss und die möchte man vermutlich ja nicht haben. Deswegen
Deswegen habe ich euch mal eine Liste vorbereitet. Für Leute, die normale Zimmer haben möchten, sollten darauf achten, Zimmer auf der von oben gesehen rechten Seite zu buchen, denn die Zimmer haben die Sonne am längsten. Die Sonne verschwindet dabei erst im Erdgeschoss, dann im ersten Obergeschoss und zuletzt halt auf der zweiten Etage. Und mein Zimmer 1612 hatte dadurch halt die längste Zeit die Sonne. Vorteil vom Zimmer sind, wie ich finde, der schöne Stil. Das sollte auch der Hauptgrund sein, warum man das Hotel überhaupt bucht. Der Balkon mit der Abendsonne war auch noch sehr, sehr schön und halt die Möglichkeit, sich ein Swim-Up-Zimmer relativ günstig zu holen. Nachteile sind ganz klar, es gibt halt kein Tresor, keine Sitzgelegenheit und auch kein WLAN auf dem Zimmer. Dazu sage ich aber später auch noch was. Als nächstes kommen wir zur Hotelanlage. Die Anlage ist wirklich sehr, sehr schön. Ich mag es, wenn ein Hotel eine Menge kleine Details hat. Auch die verschiedenen Bars zum Beispiel haben die Namen der Charaktere halt von Fred Feuerstein und wirklich alles ist dem Thema untergeordnet. Das heißt, überall wird der Stil durchgezogen in den Zimmern, in den Bars, in den Restaurants, am Strand, auf den Toiletten, wirklich überall und das mag ich wirklich sehr. Vor 2, 3 Monaten hatte ich euch ja schon mal den Jungle Compound vorgestellt. Das war so ein kleiner Immobilienkomplex mit mehreren Wohneinheiten und dort waren auch so viele kleine Details, die das Gesamtbild einfach schön abgerundet haben. Es gab zum Beispiel Löwenköpfe an den Türen, eine abgehangene Decke, ein Schiff im Pool und so weiter. Also wer das noch nicht gesehen hat, kann gerne mal den Vlog 64 ansehen. Inzwischen sind wir ja schon deutlich mehr Abonnenten, vielleicht hat der ein oder andere den Vlog noch nicht gesehen. Ansonsten war das Hotel eher überschaubar, also eine große Karte zur Orientierung brauchte man jetzt nicht unbedingt. Es gab ein Hauptrestaurant, ein à la carte Restaurant für Aufpreis, eine Snackbar, obwohl es eigentlich zwei sein sollten, aber eine ist halt dauerhaft geschlossen. 5 normale Bars, 2 Pools, eine Mall zum Einkaufen im vorderen Bereich, eine Dartscheibe und ein Volleyballfeld. Dazu noch ein Gym, welches kostenlos ist und ein Spa-Bereich, wo man natürlich Aufpreis zahlen muss, je nachdem, welche Anwendung man halt möchte. Wenn man Wassersport buchen möchte, muss man am Strand jeweils zu den anderen beiden Hotels gehen. Die haben jeweils einen Diving Point, wo man halt Sachen buchen kann. Oder man fährt halt zum Strand und kann da auch Sachen buchen oder in der Innenstadt oder wo auch immer. Am Strand darf man links und rechts auch die Gegend erkunden. Man darf halt nur nicht rein in die Hotels, aber das ist ja selbstverständlich, würde ich sagen. Auf der rechten Seite vom Strand gibt es dann noch den Arena Beach Club und eine Schule, wo man Kitesurfen lernen kann. Beides hatte ich auch schon in den anderen Videos angesprochen. Was man auch noch erwähnen muss, ist die Lava Disco. Ja, das Hotel hat tatsächlich einen eigenen Club. Von der Art her ist es auch ganz cool, der Eintritt ist für die Hotelgäste frei, jedoch muss man dort die Drinks extra bezahlen. In den Tagen, wo ich da war, war der Club allerdings nicht wirklich gut besucht, also maximal 30 Leute. Wer so feiern will, kann besser nach Hurghada Stadt fahren, dort gibt es halt viel, viel bessere Clubs. Kommen wir nun aber zu einem für mich riesigen Problem, was die Anlage hatte, nämlich das fehlende WLAN auf den Zimmern und generell Empfangsprobleme auf der ganzen Anlage. Zum einen hatte ich ja auch schon gesagt beim Grand Makati Waterworld Hotel, dass es mich einfach stört, wenn man WLAN nur an einem bestimmten Spot im Hotel bekommt, also zum Beispiel in der Lobby ist es oft so. Aber dass ich selbst mit einer SIM-Karte nirgendwo Empfang habe, ist halt nochmal was ganz anderes. Die einzige Möglichkeit, die es also gab, um sich mit dem Internet zu verbinden, war, man geht entweder in die Lobbybar und verbindet sich dort mit dem WLAN oder wenn man eine SIM-Karte hat, um vielleicht einfach schneller zu surfen, dann muss man mit dem Handy entweder zum Strand oder vorne auf die Straße gehen und beides ist halt, ja, keine wirkliche Alternative. Ich glaube, das ist das einzige Hotel, wo man überzeugt sagen kann, dass sich eine SIM-Karte nicht lohnt, zumindest wenn man vorhat, das Hotel nicht zu verlassen. Zum Essen hatte ich ja schon ein extra Video gemacht. Schaut euch das auf jeden Fall an, wenn ihr vorhabt, ins Caves zu fahren. Hier gehe ich jetzt nicht mehr so detailliert drauf ein. Im Groben kann man sagen, das Frühstück ist gut, das Mittagessen ist okay und das Abendessen ist ebenfalls okay. Ich würde jedem empfehlen, plant in der Urlaubskasse pro Person nochmal so gut, ja, 75 bis 100 € pro Woche ein, um euch dann beim Arena Beach Club irgendwie kulinarisch ein bisschen verwöhnen zu lassen. Dort ist das Essen einfach um Längen besser und mit 5 bis 10 € pro Teller, je nachdem, was ihr halt haben wollt, auch preislich voll okay. Für ägyptische Verhältnisse aber natürlich teuer. Ich habe selbst mehrmals da gegessen und würde gerade mittags und abends immer wieder dorthin gehen. Man kann dort auch frühstücken, allerdings ist das Frühstück im Hotel gut und ja, dann muss ich das Geld da nicht unbedingt ausgeben. Das Hotel hat auch die Möglichkeit, dass man gegen Aufpreis ein à la carte Restaurant auf dem Dach besuchen kann, aber das ist mit 40 € schon sehr, sehr teuer und daher habe ich es halt auch nicht gemacht. Die Leute, die allerdings dort gegessen haben, waren schon sehr begeistert, aber muss halt jeder selber wissen, ob er das Geld dafür ausgeben möchte. Ja, das waren jetzt so die groben Infos zum Essen. Wie gesagt, wenn euch das mehr interessiert, schaut euch noch das andere Video dazu an. Machen wir weiter mit dem Service. Die Leute haben sich echt Mühe gegeben und der Service war wirklich okay. Leider gab es auch hier Softgetränke erst nach 10 Uhr. Das heißt, auch im Caves konnte man keine Schorlen zum Frühstück mischen oder halt Cola, Fanta, Sprite trinken. Natürlich gab es auch erst Alkohol ab 10. Was ich auch nicht so gut fand, war die Animation. Nicht nur, dass es einfach kaum Aktivitäten gab, sondern auch, dass es keine festen Pläne gab. Ich kenne es eigentlich so, dass Pläne ausgehangen werden, worauf steht, um 11 Uhr machen wir dies, um 12 Uhr machen wir das, um 2 Uhr machen wir das, um 3 Uhr machen wir das und so weiter und so weiter. Die Animation hat aber oft einfach das gemacht, was die Mehrheit halt wollte. Und so gab es halt immer ein bisschen Chaos, weil zum Beispiel so war, dass die Leute gekommen sind für Wasserball, dann war aber die Mehrheit für Dart und die Leute, die Wasserball halt spielen wollten, wollten aber nicht unbedingt Dart spielen. Und dann gab es da immer so ein bisschen Chaos und ja.
Fand ich halt einfach nicht so cool. Aber vielleicht ist es doch so ein bisschen ein deutsches Ding, dass man halt alles so, ja, durchplanen möchte im Urlaub oder so. Aber ja, der Service war wirklich okay. Kommen wir zum Fazit. Meine Empfehlung: Leute, die Themenhotels oder generell Fred Feuerstein mögen, sollten sich das Hotel wirklich mal anschauen. Es ist wirklich sehr, sehr cool gemacht. Wer dem Ganzen allerdings nichts abgewinnen kann, ist in dem Hotel definitiv falsch. So schön das Hotel auch war, der Service und das Essen würden mich jetzt nicht überzeugen, in die Anlage zu kommen. Über beides kann man spielend hinwegsehen, wenn man die angesprochenen, ja, 75 bis 100 € über hat, um täglich zum Arena Beach Club zu gehen. Auch die Entfernung zur Innenstadt ist nicht zu unterschätzen. Wer also täglich in die Stadt möchte, weil er einfach den Trubel mag, sollte sich vielleicht ein anderes Hotel suchen, näher an der City. Wer aber vielleicht schon zum, ich sag mal, x-ten Mal irgendwie in Hurghada ist und vielleicht einfach nur Ruhe möchte, der ist dort gut aufgehoben. Mich sieht die Anlage jetzt erstmal nicht so schnell wieder, aber wenn ich mal günstig ein Swim-Up-Zimmer für 2, 3 Tage haben möchte, um mich zu entspannen, dann ist das eine gute Wahl. Wenn man überlegt, sind 70 € wirklich okay? Manche zahlen das ja für einen Tag Luxor oder Kairo. Ich denke, ich habe jetzt alle wichtigen Punkte angesprochen und will behaupten, dass ich das auch so bewerten kann, denn ich war jetzt mehrere Tage dort und nicht irgendwie nur 2, 3 Stunden oder eine Nacht, um dann die Meinung vom Hotel wiederzugeben. In meinen Augen kann man natürlich mit Influencern jedes Hotel heutzutage in den Himmel loben, aber es haben wahrscheinlich halt nur die wenigsten davon wirklich verdient. Ich bin froh, alles immer selbst zu zahlen, um einfach meine ehrliche Meinung zu sagen. Falls euch jetzt das Hotel interessiert, schaut gerne mal in die Videobeschreibung, klickt auf den ersten Link. Wenn ihr darüber eine Reise bucht, bekomme ich ca. 20-30 € davon. Das zählt auch für jedes andere Hotel, was ihr darüber buchen würdet, also es muss nicht genau das Hotel sein. Das Geld fließt dann natürlich eins zu eins wieder in neue Hoteltests und so kann ich euch immer mehr und mehr vorstellen. Mich würde jetzt mal interessieren, wer war denn schon im Caves Beach in Hurghada? Was findet ihr an dem Hotel gut oder schlecht? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Bis zum nächsten Video.